In unserem täglichen Leben müssen wir eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Einige dieser Entscheidungen sind eher trivial, während andere große Auswirkungen auf unser Leben haben können. Aber egal, ob es sich um eine Entscheidung im Beruf, im persönlichen Leben oder in einer Beziehung handelt, es ist sehr wichtig, dass wir versuchen, bessere und rationalere Entscheidungen zu treffen. Hier habe ich heute für euch einige Tipps, die dir nämlich helfen können, bessere Entscheidungen zu treffen. Erstens, sammle Informationen. Bevor du eine Entscheidung triffst, solltest du so viel wie möglich über das Thema erfahren. Also recherchiere im Internet, spreche mit Experten oder suche nach Erfahrungen, die andere Personen nämlich gemacht haben mit einer ähnlichen Thematik. Je mehr Informationen du hast, desto besser kannst du eine fundierte Entscheidung treffen. Zweitens, betrachte verschiedene Perspektiven. Eine Möglichkeit, Entscheidungen zu rationalisieren, besteht nämlich darin, verschiedene Perspektiven zu betrachten. Versuche die Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und stell dir einfach mal vor, wie andere Personen die Situation wahrnehmen würden. Drittens, berücksichtige deine Emotionen. Emotionen können unser Urteilsvermögen nämlich sehr beeinflussen. Es ist jedoch wichtig, dass du versuchst, deine Emotionen nämlich zu kontrollieren und wenn du nämlich eine Entscheidung triffst. Das heißt, nimm dir Zeit, deine Gefühle zu verstehen, bevor du eine Entscheidung triffst. Viertens, mache eine Pro- und Kontraliste. Eine Pro- und Kontraliste kann dir helfen, die Vor- und Nachteile einer Entscheidung abzuwägen. Schreibe also alle Vor- und Nachteile auf, am besten auf einen Zettel, und bewerte sie nämlich nach ihrer Wichtigkeit. Diese Methode kann dir helfen, eine Entscheidung auf der Grundlage von Fakten und nicht aufgrund von Emotionen zu treffen. Fünftens, vermeide impulsives Handeln. Wenn wir unter Stress oder Druck stehen, können wir schnell Entscheidungen treffen, die sich aber später als falsch herausstellen. Versuche impulsives Handeln zu vermeiden und gib dir Zeit, über eine Entscheidung nachzudenken. Laut einer Studie, angeführt in dem Artikel How to Make Better Decisions im Harvard Business Review, gibt es nämlich auch andere Faktoren, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten. Dazu gehören zum Beispiel die Einstellung zum Risiko, die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und auch der Einfluss von Gruppendynamik. Das heißt, diese Studie betont auch die Bedeutung von klaren Zielen und einer klaren Strategie. Also sei dir bewusst, wohin du eigentlich möchtest. Eine weitere Quelle im Artikel von der Job- und Karrierewebseite Indeed betont, dass Entscheidungen in der Regel besser sind, wenn sie auf klaren Werten basieren. Das heißt, wenn du deine Werte kennst, kannst du Entscheidungen treffen, die mit deinen Überzeugungen und auch mit deinen Zielen übereinstimmen. Also auch recht ähnlich wie die Erkenntnisse von wie die Studie, nämlich aus dem Harvard Business Review. Insgesamt gibt es keine perfekte Methode, um bessere Entscheidungen zu treffen, da nämlich jede Situation eine unterschiedliche Herangehensweise erfordert. Es ist jedoch wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, um eine Entscheidung zu treffen, vorher Informationen sammelst, verschiedene Perspektiven berücksichtigst und auch anschließend all diese Punkte gegenüberstellst und nämlich auch die möglichen Folgen analysierst. Wenn du also deine Emotionen kontrollierst und klare Ziele und Werte hast, dann kannst du fundierte Entscheidungen treffen, die nämlich auch am Schluss zu einem viel besseren Ergebnis führen. Passend zu diesem Thema habe ich hier noch zwei weitere Videos für dich, die auf jeden Fall sehr gut als Ergänzung diesbezüglich dienen werden und du sie nicht verpassen darfst. Generell gilt, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in einem weiteren spannenden Video wie diesem nämlich wieder und das heißt, bis zum nächsten Video. Cheers, euer Max Grosek.